Und dann war das tatsächlich so, dass sie dann meinte, ja, Umzug, bevor das passiert, muss ich dir was erzählen. Und dann, sie hat wirklich geheult. Also nicht, das war kein Wein mehr, sondern das war Heulen. Und ich denke mir schon so, ah ja, alles klar. Ihr seid mit den besten Freundinnen zu Hause bei 1 Live. Das ist der Max, das ist der Gerhard, unser neuer Leopard und ich bin Jakob und wir wollen heute über Geheimnisse reden. Hast du schon mal ein Riesengeheimnis vor deiner Freundin, Frau gehabt? Nein, natürlich. Ein ganz großes. Den Podcast. Ja, Max hat seiner Frau über Jahre nicht gesagt, dass er einen Podcast macht, wo er alles ausplaudert, was in deren Beziehung passiert. Und wie hat sie darauf reagiert? Nicht so positiv. Mich hätte vor allem im Nachhinein interessiert, wie sie wohl reagiert hätte, wenn sie nicht schwanger gewesen wäre, als ich ihr das gesagt habe. Was für eine fiese Situation. Ist sie selber drauf gekommen oder hast du es ihr gesagt damals? Nein, ich habe es ihr von mir aus erzählt. Ich habe gesagt, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Wo du schwanger bist und wo ich dir das größte Geheimnis, was ich jemals hatte, vor dir offenbaren muss. Ich hatte es mir schon so viel früher vorgenommen und wollte es immer erzählen, habe mich immer nicht getraut. Und kennst du das, wenn irgendwann der Punkt kommt, es muss jetzt sein, weil wenn du es jetzt nicht machst, ist es zu spät? Ich kenne den Punkt, wo man denkt, es ist jetzt bereits zu spät und jetzt erzähle ich es nicht mehr. Ja, der war ja für mich. Das ging nicht mehr. Das kenne ich nur immer so. Ah, nee, jetzt kannst du es auch nicht mehr erzählen. Jetzt musst du durch. Jetzt muss ich es selber rausfinden. Jetzt ist auch egal. Wie hat sie denn reagiert? Ich dachte ja eigentlich, sie reagiert positiv, wenn ich ihr das so versuche aufzumalen, wie das eigentlich abläuft. Aber sie hat. Ja, sie hat sehr, sehr angepisst reagiert. Und zwar nicht wegen der Sache an sich, aha, sondern weil ich ihr was verheimlicht habe. Um Geheimnisse geht es heute auch. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr ein Thema habt, an beste@bestefreundin.de. Und das hat Robert getan. Hey Robert. Hi Robert. Moin, hallo ihr beiden. Erzähl mal, was war bei dir die Situation und was hat dir deine Freundin, Frau, was ist es? Partnerin, Frau. Freundin. Okay. Habt ihr denn vor, jetzt zu heiraten oder was? Boah, so langsam kommt das Thema immer hoch, ja. Bei ihr oder bei dir? Das klingt auch bei so uns beiden, bei uns beiden. Okay, weil sonst, das Thema kommt hoch, klingt so ein bisschen wie Bulimie sonst, ne? Bei uns beiden ist die diplomatische Antwort, falls sie das auch gucken sollte. mag sie uns eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Also vor allen Dingen, Jakob, deine Stimme kann sie keinen Meter ab. Ach, die Stimme. Ja, und Max findet sie immer sehr passiv und sehr langweilig. Oh. Geil. Ja, tut mir leid, aber gut. Und was sagst du ihr dann? Ist dir scheißegal? Ja, ich höre einfach weiter. Geil, sehr gut. Aber vielleicht hat das einen Grund, dass sie uns nicht mag. Das ist wirklich eine harte Beleidigung, wenn man nicht die Art von jemandem mag, sondern die Stimme hasst. Aber gut, muss man dann durch. Was war denn bei euch in der Beziehung eigentlich los? Ja, da gab es ein sehr, sehr großes Geheimnis. Und zwar hat sie ein Kind, was sie mir lange, lange Zeit nicht erzählt hat. Also das Kind ist jetzt schon auch ein bisschen älter. Nur zur Beschreibung, ich bin Anfang 30, sie ist Mitte 20. Und ja, das Kind, das hat sie mir vor einem Jahr erzählt. Und das war, bevor wir umgezogen sind. Mhm. Ich kam von der Arbeit wieder. Und dann hatten wir erstmal nett gemeinsam gegessen. Und anschließend fing sie an zu weinen und oh ja, und ich dachte erstmal, das wäre einfach nur so ein emotionaler Ausbruch, weil ich habe das Thema dann Umziehen angesprochen. Ach so, weil du es lecker gekocht hast, ne? Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Und dann war das tatsächlich so, dass sie dann meinte, ja, Umzug, bevor das passiert, muss ich dir was erzählen. Und dann, sie hat wirklich geheult. Also nicht, das war kein Wein mehr, sondern das war Heulen. Und ich denke mir schon so, ah ja, alles klar. Gut, ich bin von etwas ganz Negativen ausgegangen, so nach dem Motto, ich habe den kennengelernt oder sonst was. Und hat sich dann irgendwann gefasst und hat dann gesagt, ich habe ein Kind. Hä, aber weißt du, was ich nicht checke? Ihr wart wie lange zusammen zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt 3 Jahre. 3 Jahre? Wo lebt das Kind? Hat sie gar keinen Kontakt zu dem? Ja, Achtung, genau, das ist ja die ganze Schwierigkeit dabei. Sie hat ja erstmal erzählt, dass sie mit ihrer Mutter per se Schwierigkeiten hat. Mhm. Und dementsprechend besuchen wir die halt nicht häufig, beziehungsweise wir besuchen die gar nicht. Wenn, dann kommt sie nur zu uns ab und zu Terminen wie Geburtstag oder Weihnachten und sonstiges. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, so hey, ich würde mal gerne wissen, wo deine Familie lebt, wo die wohnt. Und hieß immer, nee, wir haben ganz schlechten Kontakt. Und jedes Mal, wenn die Mutter halt da war, super herzlich, super nett. Und
Aber man hat trotzdem immer so eine gewisse Schwere bei den beiden gemerkt, wenn wir beide halt da waren oder wir zu dritt halt waren. Mhm. Und ja, wo sie das dann gesagt hat, das war dann halt, aha, okay, deswegen und so weiter. Und sie hat dann halt erzählt, dass das Kind halt bei der Mutter lebt, also bei ihrer Mutter lebt, dass sie die auch großzieht. Also man merkt auch, dass sie das Kind selber, also die Mutter war auch wirklich sehr froh, dass sie mir das dann erzählt hat, weil dann konnten wir auch offen drüber reden und mhm. dann war auch nicht mehr diese gewisse Schwere immer in der Luft, sondern dann war einfach mal eine Klarheit und ja, das war schon sehr, ich habe das aufgenommen und ich war selber über mich erstaunt, weil ich an sich auch sehr emotional unterwegs bin und da war ich sehr gefasst. Und meine Partnerin hat sich dann auch gewundert, so, okay, was ist denn hier los? Der ist so total ruhig und der nimmt das total klar gefasst. Und im Endeffekt war das ja auch gut, weil was soll ich dann sagen? So mein, soll ich sagen, ja, ist jetzt vorbei, weil du hast ein Kind, von dem du mir nie erzählt hast. Und die ganze Situation mit dem Kind ist halt weiterhin sehr schwierig, weil ich habe zwar Bilder von dem Kind gesehen und... Ach, du hast es noch nie getroffen? Ich habe es noch nie getroffen, nein. Ja. Bis heute halt noch nicht. Und der Wunsch von meiner Partnerin ist auch der, dass ich das Kind weiterhin nicht kennenlerne. Wow, warum und, denn? Ja, das weiß ich leider selber nicht. Was sagt sie denn, wenn du sie fragst? Das Thema ist generell, wird sehr, sehr selten angesprochen. Wenn dann mal, wenn, weiß nicht, man hat einen Film geguckt, man hat eine Doku geguckt und irgendwo ging es da um Kinder und Frauen und Sonstiges und das Ding ist halt, sie weiß selber nicht, von wem das Kind halt ist. Das ist damals auf einer Party passiert. Und sie hat die Schwangerschaft auch sehr, sehr, sehr lange geheim gehalten. Sie ist sehr ja, fett geworden dadurch, um das halt auch damit zu verstecken. Mhm. Und eines Tages stand sie halt vor ihrer Mutter und meinte nur, oh mein Gott, Mama, wir müssen ins Krankenhaus. Und die Mutter wusste auch erstmal nicht, was ist Sache. Ja, und dann im Krankenhaus angekommen, ja, wir müssen entbinden. Und für die Mutter war das natürlich auch ein großer Schock. Und seitdem redet sie halt sehr, sehr selten drüber. Wow, heftig. War das denn im ersten Moment, also weil du sie ja gerade so aufgebaut hast, da würde ich gerne mal zurückgehen, sie hat angefangen zu heulen und war wirklich am Heulen, am Flennen, hast du ja gesagt. Und du dachtest, oh Gott, was ist hier los? Sie hat einen neuen Typen oder was auch immer. War das der erste Moment für dich eine Erleichterung? Es hat vieles erklärt. Ja. Also gerade auch die Situation zu ihrer Mutter, warum wir sie nie besuchen können. Das war dann wirklich so, aha, ah, okay. Also es war für mich ein großer Aha-Moment. Mhm. Und ich konnte mir dadurch vieles erklären. Wow. Also Max' Freundin hatte ja damals gesagt, dieses Geheimnis oder diese Lüge wird für immer unsere Beziehung überschatten. Wenn ich mir vorstelle, hat sie, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich erinnere mich aber. Ich nicht. Und wenn ich mir vorstelle, mir sagt jemand über Jahre nicht, dass er eigentlich ein Kind hat und er lässt es von seiner Mutter großziehen oder sie lässt es von ihrer Mutter großziehen und dann haut sie das auf einmal raus, dann denke ich mir so, wenn jemand fähig ist, so ein Geheimnis vor mir zu hüten und sich so abzuspalten vor seinem eigenen Fleisch und Blut, was ist alles möglich, ne? Also welcher Raum von macht sich da auf? Ist da ein Gefühl bei dir geblieben oder ist es einfach so, du vertraust dir 100% und alles ist gut, hat es dir gesagt? Ich vertraue ja. Also ich vertraue, das. Ich habe schon damals gemerkt, als wir dann in die erste Wohnung zusammengezogen sind, da war schon immer, nein, nicht immer, übertreibe ich jetzt, aber wenn das Thema dann halt Familie kam oder sonstiges, war das immer schwierig, mit ihr drüber zu sprechen. Und jetzt wirklich, seitdem das halt raus ist, ist halt, es ist wesentlich einfacher. Ne? Wir fangen auch über Themen an, wie Kinder bekommen, heiraten und sowas zu sprechen, ohne Probleme. Also nicht, dass man dann merkt, so, oh, ist gerade falscher Moment, mit ihr drüber zu sprechen, sondern eher so, wo man sagt, ah, die freut sich auch drüber zu reden, aber man merkt trotzdem immer noch, da ist dieser Hintergrund des Kind. Mhm. Und ich habe auch, ja, auch wenn es mir nicht zusteht, aber ich habe halt ein sehr starkes Bedürfnis, das Kind mal kennenzulernen. Und ihre Mutter, die bestrebt das auch natürlich, weil das Kind bekommt alles mit. Auf der einen Seite finde ich schön, auf der anderen Seite denke ich mir, oh Mann, wieso? Also die zeigt uns, die zeigt auch dem Kind halt Bilder von uns beiden, also von mir und ihrer eigentlichen Mutter. Und das Kind weiß auch, dass die Bilder ihre eigene Mutter sind. Ja. Und fragt das Kind, warum es nicht bei Mama wohnen kann? Ja, also die Frage kommt mit dem Alter immer häufiger.
Sie geht jetzt halt noch in den Kindergarten, aber sie wird halt immer älter und einzige Antwort ist aktuell immer, Mama ist lange arbeiten. Wow. Puh. Ey, mir muss ich sagen, ich bin ja selber Dad und mir kommt eine richtige Gänsehaut so rüber, ja, wenn ich das höre. Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Geschichte von meiner Mama, die bei ihrer Oma groß geworden ist, weil meine Oma quasi sehr jung Mutter geworden ist und dann hat meine Mutter bei meiner Oma die ersten Jahre gewohnt und ich glaube, das hat sie nachhaltig geprägt. Es muss nichts Schlechtes sein, aber wenn ein Kind das Gefühl hat, nicht von seiner Mutter angenommen zu werden, das ist so das elementarste Gefühl, was das Urvertrauen zerstört, was du kriegen kannst. Also es ist wirklich, das kann so alles wegbrennen, das gesamte Fundament für dein späteres Aufwachsen. Du hast ja das Bedürfnis, irgendwie das Kind kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen. Wird das von deiner Partnerin angenommen? Also geht sie danach und sagt, ja, können wir irgendwann mal machen oder sagt sie, nee, ist nicht? Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, weil ich ihr das auch geäußert habe, dass es halt ein Wunsch ist für mich, das mal in Zukunft mal anzugehen, das Thema. Und das hat sie mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Auf der einen Seite hatte sie sich gedacht, wow, also man hat ihr angemerkt, da ist noch immer, oder nicht noch immer, da ist weiterhin eine sehr große Akzeptanz. Meinerseits auch ein sehr großes Interesse. Auf der anderen Seite hat sie das Thema für sich noch nicht aufbearbeitet und das merkst du. Und solange sie das Thema für sich noch nicht aufbearbeitet hat, habe ich das Gefühl, dass das bis dahin nichts wird, das Kind kennenzulernen. Und ich möchte auch, gut, auch wenn wir jetzt heute drüber sprechen, ich möchte nichts so hinter ihrem Rücken sonst machen. Weiß sie, dass wir darüber sprechen eigentlich? Nein, nein, die weiß deswegen auch Maske und andere Namen und sonstiges. Aber nichtsdestotrotz. Sie mag uns ja eh nicht, darum, das wird nicht besser auf unser Konto einzahlen, glaube ich. Denke auch. So, deswegen, die wird das wahrscheinlich nicht sehen, von daher. Und hast du nicht das Bedürfnis, da mit ihr noch mehr drüber zu sprechen? Also, was ich raushöre, jetzt, wenn ich dich höre, ist, dass du selber dann extremes Bedürfnis hast, danach das Kind kennenzulernen, ist ja auch ein Teil von ihr, also ist die Hälfte von ihr, der andere genau. Teil. Also es gehört ja auch irgendwo zu ihrem Leben. Genau. Und aber du hast für dich nicht das Bedürfnis, noch stärker zu forcieren oder auch mal nochmal so eine Art endgültig klärendes Gespräch zu führen, wo man alle Sachen mal auf den Tisch bringt. Weil für mich ist es so ein bisschen schwierig zu verstehen, warum dieses Kind nicht mehr integriert werden darf. Es hat lange gedauert, bis überhaupt du die Info bekommen hast, dass es ein Kind gibt. Jetzt hast du die Info bekommen und auch die Mutter von ihr, also die Großmutter, scheint ja von deinen Erzählungen her eine Frau zu sein, die sehr liebherzig ist, sich kümmert und all ein Setting bietet, was dem Kind angemessen ist. Warum darf es nicht mehr sein? Warum darfst du nicht mehr integriert werden und warum möchte vor allem die Mutter nicht integriert werden? Hast du da Ängste, mit ihr zu sprechen drüber oder warum schonst du sie? Jedes Mal, wenn wir halt darüber sprechen, merkt man, dass sie das sehr, sehr an ihren Kräften zehrt. Mhm. Und je häufiger man das forciert, desto kraftloser erscheint sie mir nach den Gesprächen. Und was sie ja letztens aber gesagt hat, war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab dem Moment muss ich sie jetzt mal erstmal in Ruhe lassen, ist, sie hat damals schon eine Therapie angefangen, hat sie aber nie beendet und möchte diese jetzt halt fortführen, weil sie jetzt auch immer älter wird. Wir sprechen immer mehr über selber Kinder bekommen. Wir sprechen immer mehr über heiraten und das Thema, ja, abschließend klingt jetzt sehr hart, aber halt das Thema muss sie abarbeiten und das weiß sie. Und mal schauen, ich muss sehen, was die Zeit zeigt, ob das nur einfach so ein Spruch war, damit ich locker lasse oder sie meint es ernst. Also ich kann das total unterschreiben, was Max sagt. Also was wir in unserem Leben natürlich immer versuchen zu vermeiden, negative Gefühle. Und in dem Moment, wo ihr über dieses Thema redet, machst du ihre größte Baustelle auf. Also sie hat ja eigentlich das Thema die ganze Zeit verneint und negliert und aus ihrem Leben schieben wollen. Und in dem Moment, wo ein Mensch, den sie liebt, dazu kommt und sie mit diesem Thema konfrontiert, das ist so der größte Schmerz, den sie fühlen kann. Und darum wird sie auch innerlich auch, macht sie zu, ist fertig, verliert an Energie. Wir verlieren immer dann an Energie, wenn wir uns unseren Themen nicht stellen wollen. Und klar, du kannst nicht der Therapeut sein in der Situation. Ja. Ich finde es
Allerdings auch sehr, sehr knifflig und zwiegespalten, die Situation, in der du steckst, ey. Also ich müsste, wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze, müsste verstehen, warum dieses Kind nicht mehr integriert werden darf. Also es wäre für mich auch wichtig für meine weitere Familienplanung mit dieser Frau. Mhm. Also im Endeffekt, wenn ein Teil so ausgeklammert wird aus dieser Familie, und ich meine, es wird ja nicht besser werden in den nächsten Jahren. Dieses Kind wird älter werden, es wird irgendwann verstehen, warum kommt zu meinem Geburtstag keiner, warum darf ich nicht auf Geburtstage gehen? Das ganze Setting Familie nimmt ja nochmal einen größeren Stellenwert ein. Und wenn du mit deiner Partnerin ein Kind bekommst, wird das auch nochmal ein neues aufwühlen. Also für mich wäre es wichtig zu verstehen, warum dieses Kind keinen Platz in eurem Leben haben darf. Das wäre für mich die grundlegende Frage, die ich für mich persönlich beantwortet haben müsste. Genau, und die Frage schwebt bei mir auch immer im Kopf. Und die Frage kann halt nur meine Partnerin beantworten. Und solange sie die mir nicht beantworten kann, muss ich halt leider mit leben. Ne? Also man könnte auch natürlich sehr konsequent sein und sagen, okay, pass auf, wenn du mir das nicht erzählst oder wenn wir das nicht klären, dann ist außen vorbei, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Aber ich kann es mir trotz des Themas, trotz des Kindes, trotz dieser noch nicht aufgearbeiteten Sache, kann ich mir trotzdem mit meiner Partnerin ein Kind vorstellen. Ich kann mir mit ihr vorstellen, in ein Haus zusammenzuziehen, ein familiäres Leben richtig zu machen. Das kann ich mir ja trotzdem vorstellen, trotz dieser einen Sache. Mhm. Aber auch ich merke für mich selber, wenn ich diese Sache mit ihr angehen möchte, müssen wir oder muss sie dieses Thema aufarbeiten. Vorher, ich habe nämlich das Gefühl, dass es sonst vorher nicht lange hält. Mhm. Klar, ja. Vor allem in dem Moment, wo ihr zusammen Kinder kriegt, wird sie wieder ihrer größten Angst begegnen, weil das alles wird hochkommen an Gefühlen, ne? Dass sie ihr eigenes Kind ein Stück weit verleugnet hat, ne? Also ein Stück weit, sie hat es verleugnet, ja. Punkt. Ja. Und in dem Moment, wo ihr beide Kinder kriegt, haben auch deine Kinder dann das eine Halbgeschwisterchen nicht, ne? Das ist ja, sind ja die Halbgeschwister, ich meine, ihr, wow, ey, fucking. Also ich krieg Bauchschmerzen. Ich merke auch, wie das körperlich zu schaffen, mir das körperlich zu schaffen macht, weil es da so viel Unausgesprochenes und Ungeklärtes gibt, obwohl eigentlich so viel offen ist. Also für mich wäre es, glaube ich, einfacher, die Sache abzuhaken, wenn ich wüsste, okay, dieses Kind ist irgendwo, keiner hat mehr Kontakt zu ihr und es ist, weiß ich nicht, weit weg in einem Jugendheim oder so und lebt dann dort ihr Leben. Und damit man dieses Leben nicht unterbricht und sie ganz normal aufwachsen kann, greift man da nicht ein. In dem Moment, dass dieses Kind weiß, wie die Mutter aussieht, dass es die Mutter gibt, dass es einen neuen Partner gibt, dass es auch irgendwie mal Besuche gibt, weiß ich nicht, das hatte ich jetzt nicht ganz mitbekommen, ob deine Partnerin sie auch mal besucht, ist es so ein Mischverhältnis, wo ich für mich das Bedürfnis hätte, da eine Klarheit reinzubringen. Also eine Klarheit im Sinne von, hey, entweder gibt es hier keinen Kontakt aus Gründen und die müssen dann für mich so klar sein, dass ich sie akzeptieren kann, oder es gibt einen Kontakt und dann müssen wir gucken, wie der geregelt wird. Das wären für mich die beiden Schwarz-Weiß-Seiten, aber ich bin auch in solchen Sachen sehr rigoros und schwarz-weiß. Ja. Ja, also das Ding ist ja, das Kind selber ist ja auch in der Familie von meiner Partnerin voll integriert. Mhm. Dass es im Jugendheim oder sonst wo landet, daraus wird gar nichts. Ja. Das heißt, es gibt ja nur noch die andere Option, aber ist ja auch, ich kann sie nicht dazu zwingen, so, das ist es halt. Man kann es halt forcieren, man kann sie halt leicht dazu, in Anführungsstrichen, positiv dazu bewegen, aber das ist auch halt ein langer Prozess und ich kann auch wieder nur Dinge anfassen und starten. Sie muss aber nachher den Schlüssel umdrehen. Ich finde schon, klar, du kannst Sachen nicht forcieren und man soll auch niemanden zu seinem Glück oder Unglück zwingen, aber was du für dich machen kannst, ist eine Haltung dazu einnehmen und die entsprechend dann auch transportieren. Also wenn du für dich sagst, hey, ich bin fein damit, das kann so weitergehen und wir können auch so eine Familie gründen und es ist zwar nicht so cool, wie es gerade läuft, aber es passt für mich, dann ist es ja okay. Aber wenn dein Leidensdruck irgendwann so hoch wird, dass du sagst, eigentlich stört mich das so sehr, es geht so sehr an mein inneres Gefühl, wie ich eigentlich Familie leben will, deswegen habe ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich das höre, dann musst du für dich gucken, was du brauchst. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass du für dich eine Linie ziehst, bevor du Rücksicht nimmst. Also das heißt nicht, dass du keine Rücksicht nehmen sollst auf deine Partnerin, ganz im Gegenteil, aber trotzdem musst du dir selber auch über deine Art und Weise, wie du die Sache handeln willst, klar sein, unabhängig davon, was sie betrifft. Also für mich selber ist klar, ich möchte das Kind integrieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, eine Parallelfamilie aufzubauen. Und ich einfaches Beispiel, Weihnachten. Weihnachten ist vor der Tür. Genau. Ja, Postmahlzeit, das wird wieder ein tolles Weihnachten. Mhm.
So, und jetzt stell mal vor, noch Kinder dazu. Okay, alles klar. Und allein diese Situation möchte ich nicht haben. Und für mich steht klar fest, ich möchte das Kind, wenn wir eine Familie gründen, wenn es weitergehen soll, dann ist das Kind für mich integriert. Es ist ein Teil von meiner Partnerin und das gehört dazu, ganz simpel. Das ist meine Haltung und die kennt sie auch. Robert, ich bin gespannt, wie deine Geschichte weitergeht. Also, krasse Story irgendwie, weil ich meine, das ist echt, ja, was soll ich sagen, ist heftig. Ist einfach nur heftig und ich hoffe, ihr kriegt das in irgendeiner Weise aufgelöst und integriert, weil sowas kannst du ja nur integrieren und nicht, also aufgelöst kriegst du das nicht, weil das Kind löst sich ja auch nicht auf. Also und soll sich ja auch nicht auflösen. Und vielen Dank fürs Teilen, ne, dass du so offen warst und ehrlich. Gerne. Vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Klar, und dafür sind wir da. Wir sind die Zuhörer. Genau. Tschüsschen, bis dann. Ciao.